Hallo, heute lösen wir ein paar Übungsbeispiele, die zeigen, warum die Winkelfunktionen so nützlich sind. Fangen wir an. Nehmen wir an, dass wir dieses rechtwinklige Dreieck haben. Das ist ein rechter Winkel. Nehmen wir an, dass dieser Winkel Pi durch 4 Radian gleich ist. Ich schreibe einfach Rad. Dieser Winkel ist gleich Pi durch 4 und ich weiß auch, dass diese Seite des Dreiecks 10 mal Wurzel aus 2 gleich ist. Also ich weiß, wie lang diese Seite ist. Ich weiß, dass dieser Winkel Pi durch 4 Radian ist. Und die Frage ist, wie lang ist diese Seite des Dreiecks? Ich werde sie gelb markieren. Lasst uns feststellen, was wir bereits wissen und was wir noch herausfinden sollen. Wir wissen, dass dieser Winkel Pi durch 4 Radian ist. Wir wissen, dass diese Seite, was für eine Seite das ist. Das ist die Hypotenuse, stimmt's? Und was sollen wir herausfinden? Wir versuchen, die Ankathete und die Gegenkathete herauszufinden. Nun, das ist die Hypotenuse, das wissen wir bereits. Das ist die Gegenkathete, stimmt's? Und diese gelbe Seite ist die Ankathete. Sie liegt diesem Winkel an. Also, wir kennen die Winkelgröße, die Hypotenuse und wir wollen die Ankathete herausfinden. Welche trigonometrische Funktion hängt mit der Ankathete und der Hypotenuse zusammen? Die Ankathete ist das, was wir herausfinden sollen, die Hypotenuse kennen wir schon. Lass uns unsere Wunderformel in Gedächtnis rufen. Gaga, Hühner, Hof AG. Wo geht es um die Ankathete und die Hypotenuse? Richtig. Aha. Die Ankathete durch die Hypotenuse. Und das steht für den Kosinus. Der Kosinus ist das Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse. Lass uns diese Informationen benutzen, um diese gelbe Seite herauszufinden. Wir wissen, dass Kosinus von Pi durch 4, wir lassen das im Bogenmaß, das Verhältnis der Ankathete, lass uns sie A bezeichnen, zur Hypotenuse ist. Die Hypotenuse ist diese Seite. Wir wissen, dass sie gleich 10 mal Wurzel aus 2 ist. Wenn wir beide Seiten dieser Gleichung mit 10 mal Wurzel aus 2 multiplizieren, erhalten wir a. Das wird weggekürzt. Ja, richtig. Also, wir erhalten a ist gleich 10 mal Wurzel aus 2 mal Cosinus Pi durch 4. Man könnte sagen, nein, das ist nicht einfach und außerdem weiß ich den Wert von Cosinus Pi durch 4 nicht. Was soll man tun? Niemand behält alle Werte von den Winkelfunktionen im Kopf. Es gibt ein paar Möglichkeiten, sie zu merken. Erstens, ich kann euch den Wert von Cosinus von Pi durch 4 geben. Oder ihr könnt den Taschenrechner auf Bogenmaß einstellen, Pi durch 4 eingeben, was etwa 0,79 gleich ist und auf die Cosinus-Taste drücken. Jetzt wisst ihr, wozu sie gut ist, um einen Wert zu erhalten. Oder ihr könnt, so wie man das früher getan hat, in die trigonometrischen Tabellen reinzugucken, um den Wert von Cosinus von Pi durch 4 rauszusuchen. Weil ich jetzt nicht der gleichen habe, werde ich euch einfach den Wert von Cosinus Pi durch 4 sagen. Cosinus Pi durch Pi ist gleich Wurzel aus 2 durch 2. Deshalb ist a die Ankathete gleich 10 mal Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2 durch 2. Diese Wurzel aus 2 durch 2 kann euch ein wenig verwirren. Aber das ist der Wert von Cosinus
Pi durch 4 oder von 45 Grad. Aber das ist nicht etwas, was die Menschen sich einprägen. Diese Informationen könnt ihr in einem Nachschlagwerk finden oder ihr könnt einen Taschenrechner benutzen. Der wird natürlich keine Wurzel aus 2 durch 2, sondern einen Dezimalbruch zeigen, der nicht offensichtlich Wurzel aus 2 durch 2 ist. Aber auf jeden Fall Cosinus Pi durch 4 ist gleich Wurzel aus 2 durch 2. Also Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2 durch 2, das ist gleich 2. Diese Zweier werden weggekürzt. Es bleibt nur 10. Also die Ankathete ist gleich 10. Lass uns noch eine Aufgabe lösen. Ich lösche das. Moment. Eigentlich habe ich mich für dieses Video gut vorbereitet. Ich sollte sicherstellen, dass ich die genauen Werte von Winkelfunktionen habe, ehe ich mit der Aufgabe anfange. Also nehmen wir an, dass wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Ich sollte wahrscheinlich letztes nicht löschen. Also, das ist mein rechtwinkliges Dreieck. Wie viel Zeit ich noch habe? Circa 4 Minuten. Sollte reichen. Also, ich weiß, dass dieser Winkel 0,54 Radiant ist. Ich weiß auch, dass die Länge dieser Seite gleich 3 ist. Und ich möchte die Länge dieser Seite herausfinden. Also, was wissen wir? Wo liegt diese Seite bezüglich des Winkels? Hier ist der Winkel und sie liegt dem Winkel gegenüber. Das ist die Gegenkathete. Und diese Seite, ist sie die Ankathete oder die Hypotenuse? Das ist die Hypotenuse, sie ist die längste Seite und sie liegt dem rechten Winkel gegenüber. Dann ist diese Seite die Ankathete. Bei welcher Winkelfunktion werden die Ankathete und die Gegenkathete verwendet? Lass uns wieder Gaga, Hühner, Hofer, G schreiben. GA umfasst beide Katheten. Die Gegenkathete durch die Ankathete. Und das steht für den Tangens. Der Tangens ist das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete. Lass uns das anwenden. Nehmen wir den Tangens von 0,54 Radianten. Tangens von 0,54 Radiant ist gleich dem Verhältnis der Gegenkathete, also 3, zu Ankathete. Wir schreiben A. Die Ankathete ist uns unbekannt, das heißt, wir sollen A ermitteln. Wenn wir beide Seiten mit A multiplizieren, erhalten wir A mal Tangens von 0,54 ist gleich 3. Das heißt, dass A gleich 3 durch Tangens von 0,54 ist. Ich habe keine Werte von Tangens auswendig gelernt. Ihr bestimmt auch nicht. Also, wir sehen jetzt zusammen nach. Tangens von 0,54 ist gleich... Moment. Tangens von 0,54 ist gleich 3 Fünftel. Das heißt, dass A gleich 3 durch 3 Fünftel ist. Ihr könnt auch den Taschenrechner benutzen, um den Wert von Tangens von 0,54 zu ermitteln. Und natürlich habe ich solche Zahlen gewählt, die man danach bei den Brüchen wegkürzen kann. A ist gleich... Ach, noch eins. Man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Also, die Ankathete ist gleich 5. Lasst uns wiederholen, was ich gemacht habe. Zuerst sehe ich nach, welche Seiten gegeben sind und welche ich noch herausfinden soll. In diesem Fall war die Gegenkathete gegeben und ich sollte die Ankathete ermitteln. Ich schreibe unsere Eselsbrücke auf und sehe, aha, GA umfasst die beiden Katheten und das steht für den Tangens. Und der Tangens ist das Verhältnis der Gegenkathete zu Ankathete.
Dann löse ich die Gleichung und ermittle die Ankerkette. Und natürlich benutze ich einen Taschenrechner, um euch zu sagen, dass Tangens gleich 3 Fünftel ist. Im nächsten Video werde ich noch ein paar Aufgaben lösen. Viel Spaß!